Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Hey. Mit mir, Jude und... Baxani. LP. Ohne LP. Wir machen jetzt hier... wieder nach Erdbeben. Überlegen. Los. Und wir. Wer kann denn? Paralyzer, Morlock und Wasser. Vielleicht, das kommt jetzt überraschend, wenn wir das sagen, dass das nichts. Wäre ja so überraschend. Achso, verschiedene Themen kann über den Sieg oder Niederlage entscheiden. Ja, dann hat er einfach nur. Schirrotz. Das ist nicht Schirrotz. Und das ist wieder ein scheiß Schutzschildnutzer mit Erdbeben. Ja, und Bullshit immer. Mike auswechseln und danach musst du den Andi auswechseln. Mike denkt den Erdbeben besser. Bei Andi, weil ich davon ausgehe, dass ich... Oh, er wechselt es ab von dir. Ja, wir holen es ab. Ja, das ist ja. Das hast du recht. Das ist doch nicht so nett, beides. Okay. Das ist einfach nur mit einem oder Eis. Okay. Im Schutz. Ja, der hat keinen Bock auf den Fahrrad. Das sieht gerade mal aus. Da kann er kommen. Ja, komm drin. Jetzt muss ich oder abpassen. Ich muss hier keine Angst vor Elektro. Auch vor Feuerklassen. Haben wir gewonnen! Der Schirrotz kann nichts gegen Xella ausrichten. Und du dachtest super schnell. Waren wir noch kurz zu sehen gerade? Auf Relaxo. Danke. Selbst wenn es selber ist. Nein, dann muss ich warten mit dem Zapfung reinholen, weil ich wechsle sicher Zapfung nicht in den Schirrotz rein. Guck mal, gegen Trainer, der nicht nonstop nur Erdbeben spammt, gewinnen wir immer. Weil die angenehm sind, die finde ich nicht gerade die angenehm. Vor allem Kutsche für unsere Lust abmachen. Ja, bei mir hinaus gibt es keinen Grund, wie das ich. Tschüss, Schirrotz. Feuerfahren! Nein, gerade so über die Hetzen von Feuerfänger. Ich muss weitermachen. Ja, aber.
Letzter Kampf. Olaf. Ja, Zapkorn hat aber immerhin mit dem Eisschlag gegen Brutalanda was, mit dem Donnerwitz gegen Garados. Zapkorn ist unser geheimer Match. Ja, tief gemacht. Du schon wieder, ist mal zermal mich dich! Okay. Ich brauche auch kein Glück davor. Das ist doch ein gutes Matchup. Hab ich gehört, Hydro mit Psychokinese. Und keins von beiden kann Erdbeben. Ja. Nein, scheiß Kaffee. Was wollen wir machen ohne Spukball? Was wollen wir machen ohne Spukball? Boah, Team fällt mir gerade so auf. Könnte sein. Ja, das ist ein Erdbeben. Ah, ja gut, das ist Akali kann kein Erdbeben. Und zumindest auch Entake. Ich kann wiederum kein Kampf, wieder kein Kampf anfangen. Ja, schön. Hm. Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, ich kenne beide deine Puppen. Ja, speziell. Okay, und das Kaputtiere hat keine Puppen. Das Kaputtiere. Gut, dass wir nicht in Lachsenfahren getan hätten. Nochmal Bedroher. Stimmt, dein Bedroher-Team kommt. Ist doch. Ja, jetzt wo ich das gerade wohl sehe, fällt mir ein Schuppen von den Augen auf einmal. Das andere hat keine Ebene. Ja, gut, dann haben wir alle Bedroher mit zu schon raus. Ja, keine Angst, dann ist Lachsenfahren. Ja, ich würde jetzt einfach den Donnerblitz auf Erdos einsetzen. Und den Blitzer mit der Abpass. Jetzt klingt. Ja, Galados und Granbos sind schneller als der Abpass, aber Gardo ist schneller als Galados und Granbos. Der Blitzer ist auf beide, aber Galados wird kein Donnerblitz. Außer es ist schneller. Jetzt kommt die wichtigere Frage. Okay, hoffentlich trifft der Blitzer das Kango und dann ist es weg. Ich gehe nicht auf Zapron, wenn ich weiß, dass der andere Bumrauber hält. Vom Bild. Ein bisschen schneller, aber ich triff nicht. Echt gut. Gott, um die Nase Lachs zu fangen. Du weißt, er kann das nicht. Da haben wir das schon durchspielen. Mike,
Hand oder so. Doppel-Null. Volltreffer? Nochmal. Doppel-Null auf Brandenbull. Das ist traurig. Also, wir trinken. Ja, wir haben zum Besuch verloren, Alter. Ja, das ist. Ja, das stimmt. Hätte ich aber keine zweite getrunken müssen. Also, die Beispiel finished jetzt. Boah, war die erste etwa zu langweilig, oder was? Ja. Was waren das denn? 10 Minuten. Ja, jetzt einen Cut machen. Ja. Wenn wir noch mit unendlichen Coupons geworfen. Danke. Dankeschön. Glückwunsch, mein Herz. Ein Sieg in einer kleinen großen Olaf-Titel, das ist, bitte nimm ihn. Ja, jetzt so was Titel, Inhaber der Freundschafts-Hexagon. Ach, hallo Olaf. Hey, du bist wirklich was Besonderes. Es wäre mir eine Ehre, dich in meinen Freundeskreis aufzunehmen. Ich übergebe dir den Titel, Inhaber der Freundschafts-Hexagon. Das Freundschafts-Hexagon ist der Schlüssel zur wahren Freundschaft. Wir sind in dieser Freundschaft. Zur dummen Freundschaft, ja. Außerdem habe ich noch eine Belohnung für dich. Auf eine Opera. Dann wohl lernen. Ja, welchen? Ja, wir machen dann, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.